Alhamdulillah, diese Religion hat keine Widersprüche. Und du wirst niemals einen Muslim finden, der denkt, dass es Widersprüche in dieser Religion existieren. Dass Widersprüche in dieser Religion existieren, weil er hat die Ayah, den Vers verinnerlicht, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Und wäre dieser Koran von jemand anderem außer von Allah, so würden sie viele Fehler darin finden. Schau, Menschenhand hat sich an die Bibel herangemacht, so haben wir Fehler vorgefunden. Menschenhände haben sich an die Bibel herangemacht, so haben wir viele Fehler vorgefunden. Menschenhände haben sich an die Tora, an die Taurat, das Buch der Juden herangemacht, so haben wir viele Fehler in ihrem Buch gefunden. Aber niemand konnte es wagen, diesen Koran, kein Mensch, zu ändern, weil Allah Azza wa Jal ihn schützt. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Wir haben diesen Koran herabgesandt und wir werden ihn beschützen. Und weil Allah einzig und alleine ihn beschützt, walhamdulillahi rabbil alamin, ist er geschützt, liebe Geschwister. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.